Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Warcraft 3 mit den Untoten und vor allen Dingen auch mit unserem werten Prinzen Arthas, der beim letzten Mal Lord Uther und ein paar andere Paladine umgebracht hat. Einfach nur, um so an so eine tolle Urne zu kommen, wo wir jetzt die Überreste von Kel'Thuzad beherbergen und unterwegs sind in die ewige Welt nach Kel'Thalas. Und vorher werden wir uns allerdings mal angucken, was der Kriegsrat so im Moment sozusagen hat. Also der Kriegsrat von den Schreckenslords, wo es eben um die Bestrebungen geht, die Legion wieder zurückzuholen. Ich wünsche euch wieder viel Spaß und wir fangen doch mal direkt mal an. In der Zwischenzeit in der Zitadelle der Schreckenslords. Irgendwo im Sog der Unterwelt. Läuft alles wie geplant, Tichondrius? Lord Archimon verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seine neuen Helden hegt. Auf lange Sicht bedeutet der Mensch nichts. Ner'zhul würde es nicht wagen, unsere Anstrengungen jetzt zu unterminieren. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel anrichtet, wofür sie geschaffen wurde. Archimon lässt uns köpfen, wenn wir die Situation nicht meistern. Glaubt mir, Bruder, weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür, dass es so ist. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Sehr interessant jedenfalls. Ein brüchiges Bündnis, also so wie es aussieht. Und wir selber befinden uns jetzt am Rande der ewigen Welt. 6 Tage später bei den beweideten Grenzgebieten von Kel'Thalas. Ah, das wunderbare, das ewige Kel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Obacht! Wahrscheinlich lauern die Elfen im Hinterhalt. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Gegner stärker. Seid euch nicht zu sicher, Todesritter. Die Elfen darf man nicht unterschätzen. Wir werden sehen. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu deinem Land, Elf? Ihr werdet Kel'Thalas nie betreten, gefallener Prinz. Die Wälder selbst schützen unsere Grenzen und die verzauberten Elfentore unsere Hauptstadt. Eure kostbaren Tore werden mich so wenig aufhalten wie diese Bäume, kleiner Elf. Bringt die Fleischwagen. Wir verschaffen uns selbst Zutritt. Die Energien an diesem Ort sind stark. Tötet die Elfen. Zerstört ihre Bauten. Diese Stelle ist perfekt für unser Lager. Mit Vergnügen. Die Untoten rücken vor. Alarmiert die Wachposten. Ja, und dann wollen wir doch mal anfangen. Lasst uns mal die Elfen ausrotten. So, da warten wir noch kurz, bis das Hauptgebäude down ist. Sehr schön. Oh, ich nehme mal gleich mal hier hinterwärts. Denn, wie man sich denken kann, war das nicht der einzige Wald, den wir mit den Katapulten umgehen müssen. Da wird es noch einige andere Stellen hier geben, wie zum Beispiel hier hinten auch. Das machen wir doch mal direkt.
Ja, und wie man sehen kann, es gibt insgesamt 3 Stellen mindestens dafür. Aber es gibt natürlich hier auch noch mehr. Gibt's hier nämlich auch noch Crap-Stellen? Ihr seid hier unerwünscht. Ich bin Sylvanas Windrunner, Waldläufer-General von Silvermoon. Ich rate euch, kehrt um. Ha! Ihr solltet umkehren, Sylvanas. Der Tod höchst selbst ist in euer Land gekommen. Versucht es nur. Das Elfentor zum Inneren Königreich wird von unseren mächtigsten Zaubern beschützt. Ihr könnt nicht vorbei. Sprecht, Dummkopf. Was ist das diesmal? So, damit ist die Dame erstmal down. Ich beuge mich eurem Willen. Ihr könnt dann direkt hier die weitermachen. Beschwörung ist abgeschlossen. Und natürlich brechen wir direkt mal auf zum nächsten Dorf. Weil desto schneller wir noch ein zweites Dorf haben mit einer zweiten Mine, umso besser. So, da haben wir dann euch. Ihr geht schon mal hier vor und Vorsicht. Ihr kommt doch gleich mal hinterher. Frostmourne hat Hunger. Ich wünsche nur zu dienen. So, dann bauen wir hier einmal das. Dann einmal das hier für Nahrung. Ich gehorche mit Freude. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euer Wille geschehe. Es ist mehr Gold erforderlich, ja, Meister. Na, was brauchst du? Noch 20 Gold? Okay, das haben wir dann da. Ich gehorche mit Freuden. Perfekt. Ja, Meister. So, damit was steht schon mal die Siedlung. Und jetzt geht's weiter. Sucht Sylvanas. Die Untoten kommen näher. Ja, ja. Was ist des Schattens Begehr? Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Sehr schön. Niemand erteilt mir Befehle. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Machen wir gleich mal die nächste Siedlung von denen jetzt hier platt. Obwohl, so richtige Siedlung kann man sie auch nicht nennen. Und ja, dann schauen wir doch mal. So, die sind down. Sprecht, Dummkopf. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Sprecht, Dummkopf. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Akolyten. Perfekt, perfekt, perfekt. So, 4 Ghouls, die werden jetzt nämlich hier Holz machen die ganze Zeit über. Den baue ich schon mal auf, dass wir hier die nächste Siedlung nämlich hinbauen können. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Soll ich jetzt noch kurz warten oder zurück? Das ist jetzt die gute Frage. Ach komm, du gehst jetzt mal hier mit hin. Dann machen wir mal den einen Seitenposten, nehme ich gleich mal klar. Ich will bloß ungern die Katapulte nämlich dementsprechend hier verlieren. Wir verlangen weiteres Holz. Die hacken hier schon Holz. Das ist auch super. Niemand erteilt. Und dann fangen wir an. Auch die Kreaturen des Waldes stellen sich unserer Invasion entgegen. Ja, das dürfen sie auch. Sie werden ja schließlich auch alle sterben. Jetzt, Frostmourne! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Euer Befehl, Meister. Mein Schicksal ist besiegelt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, die Basis, die steht auch schon. Oh, 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 oh. Na. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Kleines Tricksvieh hier, das gibt's doch gar nicht. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Vorsicht. Für den Lichtkönig. Na also, geht doch. So, ein Heiltrank. Den schütten wir uns gleich mal rein. Frostmourne hat Hunger.
Und dann machen wir das Häuschen hier nochmal kaputt. Und ihr geht schon mal wieder vor zum nächsten Posten. Taugt das was. Mein Leben für da werden wir nämlich unsere nächsten Streitkräfte zurecht machen. Was ist das diesmal? Wir arbeiten uns jetzt sozusagen von Basis zu Basis vor, errichten dann immer einen neuen Stützpunkt und gehen dann einfach direkt weiter zum nächsten. Das ist so grob der Plan. Damit ihr schon mal wisst, wie wir das handhaben. Ihr geht schon mal dann dahin. Mein Leben für Ner'zhul. Ja, Meister. Ja, stimmt, aber hier hinten gab es ja nichts mehr. Ich bin ja schon dabei. Euer Befehl, Meister. Ich wollte eigentlich nur, dass die Metropole hier drin steht. Dann können wir nämlich gleich zwei neue Türmchen aufbauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. Ah, endlich. Das ist schon besser. Sprecht. So, dann gehen wir gleich mal hier mal hin. Lichtkönig. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Forschung abgeschlossen. Kann ich euch helfen? Was ist das diesmal? So, dann heilen wir euch mal. Holen uns gleich mal eine neue Heilrolle. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, man, das ist einfach mal jetzt mal ein Blitzverfahren. Schwierig, wenn ich halt ein bisschen so für mich etwas seltsam hinquasse. Es ist einfach schon spät und ich bin eigentlich auch gar nicht mehr so fit, aber ich wollte jetzt einfach mal diese Mission heute mal hinter mich bringen, weil die nächsten beiden, die sind dann ein bisschen einfacher, weil da ist nicht so ein Haufen Zusatzverstecker. Aber da ist die natürlich ist schon richtig imbar. Also hier gibt es so viele Sachen, wo du wirklich darauf achten musst und aufpassen musst. Guten Tag. Sprecht, Dummkopf. Die verdammten, das ist schon besser. Was ist des Schattens Begehr? Niemand erteilt mir Befehle. So, dann machen wir das jetzt zurecht. Endlich. Die verdammten stehen bereit. So, ihr produziert ja gleich mal die nächsten Truppen her. Sprecht, Dummkopf. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Die Verdammten stehen bereit. Super, klasse. Dann haben wir das hier fertig. Meister. Und wir schicken natürlich gleich den nächsten Werdenherren auch schon mal hier vor. Unsere werte Dame Sylvanas müsste auch bald mal wieder auftauchen. Oh, 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 das ist nicht so gut, weil die Türme sind ein bisschen schnell und immer. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Gehen wir mal lieber gleich mal mit Katapulten platt. Sehr schön. Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. So, und unser Akolyp kann natürlich direkt wieder die Mine einnehmen. Ja, gleich mal das da. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Niemand erteilt. Ich meine, ich habe ja kein Problem damit, wenn du das jetzt hier kaputt machst, weil ich habe sowieso genügend, aber. Endlich. Sylvanas, du gehst mir trotzdem auf den Geist. Mein Leben für Ner'zhul. So, dann machen wir dieses hier. Hoffentlich taugt das was. Was ist das diesmal? Endlich. Das ist schon besser. Schauen wir hier nochmal kurz, aber hier wollen auch nichts. Das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, hier war nämlich auch nichts mehr, deswegen geht ihr jetzt mal hier bitte hin. Jetzt können wir langsam mit dem Ausbau nämlich anfangen, weil jetzt haben wir uns weit genug vorgearbeitet.
gehorche mit Freuden. Was ist des Schattens Begehr? Ja, du gehst jetzt immer dahinter und dann machen wir hier. Vorsicht. Ja, man sieht natürlich hier, dass auf der Karte hier natürlich auch die Nacht, die Hochelfen relativ schwach angesiedelt sind. Das wird sich natürlich auch noch ändern, desto weiter wir zum Kern natürlich von Keltalas vordringen. Aber um eigentlich so ein bisschen so noch den die Info zu geben, wieso die eigentlich im Moment so schwach sind, das ist ganz einfach. Ein Großteil der Streitkräfte, die sonst hier stationiert werden, sind nämlich im Moment im Einsatz, außerhalb. Von denen werden natürlich auch sehr, sehr viele draufgehen. Und die sind nämlich auch mit Teilen von den Menschen mit zusammen. Und leider Gottes muss man sagen, die sind zum falschen Zeitpunkt unterwegs. Also es war eigentlich richtig gut getimt, dass die Untoten ausgerechnet jetzt hier einfallen. Weil dadurch haben die einfach keine Chance gehabt, überhaupt auch nur was im Entferntesten noch aufzuhalten. Sieht man ja, ne? Also wir haben jetzt schon zwei Dörfer jetzt schon platt gemacht. Wir sind jetzt bald hier beim dritten unterwegs und bis jetzt kann man von einer Gegenwehr nicht so wirklich reden. Also das ist ja mehr so dieses, na, ich habe mal was versucht, aber so wirklich passiert es nichts. Und ja, ihr werdet natürlich verstehen, es wird so weitergehen. Aber apropos, also da hinten ist dann noch was, da ist dann auch noch was. Ja, schon. Wir werden schon die ganzen Verstecke finden, weil ich muss ehrlich sagen, es ist auch schon sehr, sehr lange her, dass ich die Karte hier gespielt habe. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja, Meister. Mein Leben für Ner'zhul, dort kann ich nicht beschwören. Mein Schicksal ist besiegelt. Ich bin etwas zu schnell im Klicken. Dort kann ich nicht beschwören, Meister. So. Vorsicht. Gut, dann fangen wir mal an. Dann machen wir erstmal das hier kaputt. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Mhm. Die Toten sollen dienen. Sprecht, Dummkopf. Na, dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was wir hier so haben. Ja, wer wohnt denn hier? Frostmourne hat Hunger. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, endlich. Ah, das ist schon besser. Die Beschwörung ist wirklich abgeschlossen. Das ist schon besser. Das kann besser. Nicht sein. Jetzt habe ich ganz umsonst das hier voll gemacht. Ah, ach, endlich. Mann. Ah, oh, es ist ja nervtötend. Ich hätte ja selber drauf kommen können, dass das die Stelle ist. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. So ein Mist aber auch. Wo soll mein Blut vergossen werden? Naja gut, dann dafür baut ihr hier mal den nächsten Friedhof auf. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. Endlich. Aha. Was ist das diesmal? Ja, man merkt schon, die tun langsam ein bisschen stärkere Truppen mal schicken. Jetzt machen sie wenigstens mal einen Katapult mit dabei. Sprecht, Dummkopf. Was ist das diesmal? Aber das nützt euch natürlich rein gar nichts. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Endlose Pein wird euch erwarten. So, zwei Katapulte, dann machen wir hier noch drei, vier Totenbeschwörer. Denn die sind jetzt eh effektiver als die Ghouls. Da kann man trotzdem nochmal drei Stück mitschicken als Kanonenfutter. Was ist das diesmal? Und wir gehen mal hier hin und heilen uns natürlich mal wieder und kaufen uns direkt eine neue Rolle.
Und dann passt es. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Na, jetzt wollen wir unsere Streitkräfte hier mal ein bisschen. Abgeschlossen. Ich beuge mich. Oh, Moment. Okay, ich sehe schon, da baue ich lieber ein zweites Gebäude und mache nebenbei die Techs. Mein Leben für Ner'zhul. Moment. Ja, Meister. So. Hier gehen wir natürlich dann auch noch hin. Ist ja logisch, das ist ja noch der letzte Weg. Aber mir war wirklich, ich habe hier irgendwo was vergessen. Ich habe gedacht, hier in der Mitte wäre noch irgendwo was gewesen. Müssen wir einfach nachher nochmal gucken. Ich weiß nicht, mir war es auf jeden Fall so. Oder war das hier? Nee, das ist der Brunnen. Ach, hier hinten war noch was. Ausbau abgeschlossen. Ah, natürlich. Dann machst du mal diesen hier. So, wir gehen jetzt hier schon mal hin. Ihr schaltet mal direkt die Skelette hier nämlich ein. Die Toten sollen dienen für den Lichtkönig. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. So, jetzt machen wir nämlich Massenskelette. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und dann war's das nämlich mit euch, weil gegen die Anflut an Skeletten kommt hier nämlich keiner an. Keine Chance. Niemand erteilt mir Befehle. Weil aus einer Leiche entstehen zwei Skelette. Also mit anderen Worten, die doppelte Anzahl an Gegnern und das kann keiner aufhalten. Von denen hier. Das ist unmöglich. Ah, sehr schön. Du bist auch schon durch. Das ist gut. Okay, wo brauche ich dich? Ich brauche dich hier, weil du musst dich hier durchhacken. Ich bin mir echt noch nicht ganz sicher, ob wir hier... Was ist des Schattens Begehr? Möge die Dunkelheit mich leiten. Auch wirklich alles haben, was wir hier brauchen? Das ist eh alles fertig entwickelt. Da haben wir immer noch genügend Gold, aber ich werde jetzt trotzdem schon mal einen Akolyten hier runter schicken, weil der baut dann schon mal die nächste Basis auf. Dann können wir von hier aus die nächsten Angriffe koordinieren und mal ein bisschen Verteidigungsstellung machen und alles. Und dann zeige ich euch mal noch die restlichen Verstecke hier auf der Karte. Es gibt natürlich immer noch mehr. Also eigentlich ist die ganze Karte ein Versteck, wenn man es genau nimmt. So genau, das war hier die Stelle. Weil ich hätte gedacht, dass hier auch irgendwas ist. Zumindest ein paar Einheiten oder sowas. Ach nee. Och, das wird dort gewesen sein, oder? Was ist das dies? Ja, hallo, Silvana. Endlich. Alle Macht der Geißel. Geh nach Hause, so. Jetzt, Frostmourne! Was liegt an? Hoffentlich taugt das was. So, ihr macht das mal aus, damit wir das Mana mal sparen können. Und du gehst auch noch drauf. Dankeschön. So, Katapultchen. Brauchen wir dich denn dann hier noch? Ja, wir brauchen euch auf jeden Fall hier. Das ist wichtig. So, dann gehst du mal dahin. Beziehungsweise haben wir mal zwei Wege frei. Okay, du bist fertig. Dann gehen wir hier. Also es lohnt sich mitunter auch ab und zu mal noch ein bisschen hier zusätzlich lang zu stöbern. So, du baust das ab. Dass ich das nicht gesehen habe. Die rastlosen Toten. So, ihr macht dann noch das Gebäude kaputt.
Aha, ach ja, genau. Genau. Das war das. So, dann macht ihr das, weil hier ist ein Brunnen. Das weiß ich noch. Den hatte ich nämlich gesucht und dann geht ihr mal hier hin. Dann machst du noch das, machst du noch den Wald hier fertig kaputt. Du gehst die Beschwörung noch ist abgeschlossen. Was ist es diesmal? Was liegt an? Okay, also euer wir bauen Befehl, auf jeden Fall Meister, ein Produktionsgebäude hier. Ja, Meister. Dort kann ich euch unsere Goldschiene ist fast erschöpft. Die ja, Beschwörung Meister. Ist abgeschlossen. Dort kann ich nicht beschwören. Weil es kommt ja noch das Hauptlager von Sylvanas dran. Das kann man, wie man sich denkt, natürlich ein bisschen sich härter vorstellen als die bisherigen. Also es nimmt das systematisch eigentlich immer weiter zu. Aber das ist auch kein Problem. Also für unsere schlagkräftigen Truppen hier. So, jetzt machen wir diesen. Ja, natürlich. Ach ja, es war Gesundheit. Na, wer wird denn eher drauf gehen? Ihr oder ich? Ich verrat's euch. Ihr. Niemand erteilt mir Befehle. Endlose Pein wird euch erwarten. Okay, so, das Gebiet ist auch durch. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mal gucken, war hier denn noch irgendwie was? Ich glaube aber nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nee. Nee. Die Beschwörung ist stimmt, hier war dann nichts mehr. Das war dann alles fertig und die Beschwörung ist abgeschlossen. Dann können wir uns jetzt direkt. Oh, halt. Hier noch irgendwas? Irgendwelche Truppen? Irgendwas Brauchbares? Nein, natürlich nicht. Dann was geht ihr noch dahin. Dann wird es noch fertig getriggert. Was ist des Schattens Begehr? Mein Leben für Ner'zhul. Eine Kassiere bauen wir trotzdem noch hin. Geschehe. Sprecht, Dummkopf. Das sieht natürlich das jetzt total besser. Einfach aus. Natürlich ist das dann, wenn man auf einem höheren Grad spielt, mit weitaus mehr Verteidigung und vor allen Dingen auch mehr Angriffen aus versehen, aber das ist natürlich dann etwas unpraktisch, wenn man dann in Ruhe dann die Sachen vorführen möchte. Das haben wir auch alles. Da waren wir ja. Ich muss trotzdem nochmal alles durchgehen, weil ich will euch ja wirklich nichts vorenthalten. Da war nix. Das weiß ich. Ach ja, genau. Und hier? Das haut unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist denn? Hoffentlich taugt das, wie was. Der Schatten wünscht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand so, das reicht. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht. Sehr schön. Dann kann man nämlich die Leute jetzt hier abziehen. Auf die dann daneben. Vorsicht. Jetzt werdet ihr leiden. Endlich. Das ist schon besser. Warum habe ich nicht gleich auf mein Gefühl gehört? Es hat mir gesagt, da ist eh noch Wald, das musst du noch abholzen. Warum tust du es nicht? Warum nimmst du kein Katapult mit? Ja, jetzt weiß ich auch warum. Weil ich mich selber in die Pfanne hauen wollte. Ach Mann. Okay, gut. Das machen wir halt jetzt schnell. Ich meine, klar, wir können jetzt auch die Ghouls nehmen und das Zeug da wegmachen, aber wozu? Wenn man mit dem Katapult geht, das eh viel schneller. So, dann haben wir das. Und noch ein drittes Mal. Perfekt. Dankeschön. Niemand erteilt mir Befehle. Gehen wir mal hier durch. Endlich. Dann haben wir das letzte Außenlager hier. Das ist schon besser.
Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Was ist das diesmal? Endlich. Was ist das für den Lichtregen? Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. Was haben wir denn da? Ein Ring des Schutzes plus 2, den wir eh schon hatten. Ah, endlich. Brauchen wir also nicht wirklich. Ohnegleichen sein. Die Toten sollen dienen. Ja, dann geht immer hier hin und ihr vor allen Dingen stellt mir das Mana bitte wieder ab. Dankeschön. Was ist des Schattens Begehr? Vorsicht. Was haben wir denn da? Die Rolle der Bestie. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist natürlich noch was viel, viel Leckeres, weil diesen Angriffsbonus-Schaden, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und zwar, wenn wir in den inneren Kreis von Ketalas kommen, werden wir diese Rolle mal nehmen. Vor allen Dingen, wenn es in ein gewisses Lager geht, einer gewissen Person. Aber ich will jetzt nicht so schnell und viel vorab greifen, das werdet ihr schon noch sehen. Jetzt machen wir hier erstmal nochmal ein paar Ghouls fertig und dann können wir doch uns langsam schon mal in Richtung Hauptlager begeben. Ha, denkste. Nein. Wir werden erstmal natürlich noch die anderen Nebensachen machen. Weil wir sind ja immer noch nicht fertig. So. Mein werter Prinzilein Artus, du gehst mal mit den Leuten mal hier lang. Das ist schon besser. Dann mache ich nämlich erstmal die Golems hier kaputt. Endlose Pein wird euch erwarten. Und da ist es am klügsten, also bei den Golems, immer die Kleinen zuerst, weil diese Schlamm-Golems, die tun euch einfach verlangsamen. Ja, und erst dann die Großen, auch wenn die mehr Schaden geben. Aber es nützen euch die Einheiten von euch, wenn die sowieso so langsam sind, ihr könnt sie ja noch nicht mehr zurückziehen. Deswegen ist es viel, viel praktischer. Endlich. Ah, endlich. Ich war jetzt einfach mal so frei. Wozu soll man sonst den Trank nehmen? Wir nehmen den jetzt einfach zu uns und fertig aus ist und. Ja, wer kommt denn da? Das ist schon besser. Was ist des Schattens? So, dann geht ihr nämlich mal hier hin. Die rastlosen Toten, was ist des Schattens Begehr? Ah, kommt ruhig. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Die Toten sollen dienen. Unsere so, also vielleicht langsam. So, da jetzt nämlich Sylvanas tot ist, das ist nämlich so wie auch beim normalen, dann muss man eigentlich das Lager auch angreifen. Endlich. Weil wenn man das nicht tut und die einfach so gewähren lässt, dass die jedes Mal wiederkommen kann, dann habt ihr echt Probleme. Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass die tot ist. Und erstmal Zeit braucht. Ja, und jetzt geht's nämlich los. Niemand darf überleben! So, dann macht ihr diesen hier. Zu sehen, hier hinten gibt es dann eigentlich nichts mehr. Also, das war's eigentlich dann auch mit dem Hauptlager. Oh. Habe ich da jetzt was Falsches gesagt? Moment, ich will mich ja auch vergewissern, dass ich nicht falsch gelegen habe. So, ihr macht jetzt erstmal diesen hier bitte kaputt. So, dankeschön. Vor allen Dingen die Türme müssen weg. Oh! Das war mir nämlich entfallen, dass hier auch ein Lager ist. Ah, shit. Das ist nicht so gut. Unsere
So, dann geht ihr auf jeden Fall jetzt mal hier hinter und ich folge euch jetzt hier mal, weil ich brauche auf jeden Fall die Items von dem Ding. Ich will wissen, was das war. So, zack. Ach, ein Mana-Trankengroßer. Oho. Interessant. Ah, endlich. Ich glaube, das Lager habe ich meistens ausgelassen, weil ich es gar nicht mehr gebraucht habe. Egal, jetzt haben wir das Mana wieder ganz oben. Wir können gleich mal hier noch den Rest wegmachen. Was ist das diesmal? Moment. Kisten? Für den Lichtkönig. Kisten? Das ist schon besser. Endlose Pein wird euch erwarten. Möp. Vorsicht. Dann gucken wir hier nochmal kurz. So, und dann haben wir das. Die Toten sollen dienen. Geh jetzt mit dahinter, mach das mal kaputt. Ah, dass du kommst mit. Jetzt Frostmourne. Was ist das diesmal? Ja, und wie ihr sehen könnt, das war's dann nämlich auch. Also es gibt dann eigentlich nichts mehr zu tun. Aber es ist beim... Also man muss wirklich dann, wenn man auf schwer spielt, das Lager angreifen, wenn sie gerade eben tot ist. Also gerade eben wirklich... Ja, der Held ist gestorben und dann rein ins Lager. Shindu Falana, zurück zum zweiten Tor, zurück! Das Elfentor ist gefallen. Vorwärts, meine Krieger, vorwärts zum Sieg. Ja, wie man sehen kann, Arthas hinterlässt natürlich fleißig weiterhin Leichen. Und dieses Mal natürlich benutzt er sie auch noch dann gegen die Gegner selbst. Das ist natürlich noch was Tolleres. Ja, ihr seht also das erste Elfentor schon mal weg. Mal gucken, wie es beim zweiten Tor ausschaut und was uns dann natürlich Wunderbares begegnet. Bis dahin wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, dass ihr da wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr habt auch das ein oder andere mal wieder sehen können, was ihr vielleicht noch nicht so kanntet. Vor allen Dingen bei diesen Geheimstellen. Da ist, also das ist wirklich eines der Karten, wo man wirklich am allermeisten von diesen Geheimsachen hat. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich dann weiterhin viel Spaß und auf bald dann. Tschüss.